herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge bei Lebenskraft TV. Unser Thema ist heute Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Sie kennen die Statistiken. Seit Jahren geht in Deutschland die Geburtenraten zurück. Und obwohl Umfragen immer wieder zeigen, dass der Wunsch nach Kindern auf jeden Fall nach wie vor da ist. Und diese Gründe oder welche Gründe es dafür geben könnte, die möchten wir heute mal im Gespräch ein bisschen genauer beleuchten. Dazu ist der Oliver heute wieder im Studio. Du hast dir ja sehr, sehr viele Gedanken auch genau aus diesem Thema oder zu diesem Thema gemacht. Du kommst ja eigentlich aus dem Bereich der Baubiologie, wo genau diese Themen schon anfangen. Nun haben wir hier auf dem Tisch auch schon mehrere Sachen aufgebaut, denn rein aus der Baubiologie ist es nicht zu erklären. Lass uns vielleicht kurz 4, 5 Faktoren einfach mal zusammenfassen in dem Gespräch, welche Faktoren eben halt zur Unfruchtbarkeit führen können, wie das zusammenhängt. Also gleich vorweg, die Natur weiß genau, was sie tut. Sprich, wenn der menschliche Organismus belastet ist mit allen möglichen Schadstoffen und Umweltfaktoren, wo wir hiernach nochmal drauf eingehen werden, dann schiebt die Natur einen Riegel vor. Warum? Ganz einfach. Das Kind könnte irgendwelche Behinderungen bekommen oder könnte sich nicht so entwickeln, wie es sein sollte oder von der Natur so vorgegeben. Daher macht einfach die Natur den Riegel zu und sagt, nee, geht nicht. So, jetzt muss man sich die Frage stellen, was für Gründe könnte es geben, die diesen natürlichen Prozess auslöst, der Unfruchtbarkeit. Ja. Dazu haben wir, wie du schon erwähnt hast, einiges hier aufgebaut. Wenn ich es mal als Beispiel mal ganz kurz anreiße, die baubiologischen Verhältnisse, das heißt Schlafplatzbelastungen, was ist rings ums Bett eigentlich vorhanden, geopathische Störfelder, Elektrosmog, vielleicht giftige Bettmaterialien, Dinge, die ausdunsten, die nicht passen, irgendwelche Lösemittel, die da irgendwelche Nervenschädigungen auslösen könnten, was auch immer. Mal ganz grob Thema Baubiologie, dann die Ernährung und Umwelteinflüsse. Wir haben dazu hier einige Produkte da. Da geht es um hormonelle Belastungen. Dann geht es hier um Nanopartikel, Kunststoffe in diesem Sinne. Dann werden wir auch ein bisschen auf die Vitamingeschichte eingehen, was auch wieder in Verbindung mit Süßungsmitteln, was das eigentlich bedeutet für Geschlechtsorgane und so weiter. Dann haben wir hier HF-Strahlung, das heißt, was von Sendemasten, Handys und so weiter ausgeht, WLAN-Stationen. Wir haben elektrostatische Spannungen. Man kennt es praktisch, man steigt als Beispiel beim Auto ein, aus, wie auch immer, macht die Tür zu, kriegt einen Schlag drauf. Hat man meistens, wenn die Fahrzeuge Veloursitze haben, weil das ist ja sehr extrem, also die Kleidung elektrostatisch auflädt. Thema Kleidung halt praktisch diese hochfrequente Strahlung. Und natürlich durch den ganzen Elektrosmog und die ganze Belastung tut sich die Zellspannung im Körper verändern. Das heißt, wenn ich jetzt die Zelle nehme, habe ich ja ein Zellmembran. Diese Zellmembran unterliegt einer gewissen Spannung. Wenn ich jetzt die Spannung im Körper ändere durch Umweltfaktoren oder emotionale Veränderungen, habe ich keine Nährstoffaufnahme. Da funktioniert vieles nicht. Der ganze Stoffwechsel funktioniert nicht. Und wenn Nährstoffaufnahme nicht da sind, emotionale Probleme, was auch immer, dann kann sich keine Zellvermehrung in Gang setzen. Das heißt, ich brauche ja für eine Geburt oder den Prozess, dass man ein neues Leben schafft, brauche ich eine Zellerneuerung, eine Zellstruktur, die sich aufbaut. Dazu brauche ich bestimmte Faktoren. Ich brauche Nährstoffe, ich brauche bestimmte elektromagnetische Spannungen oder Zellspannungen in dem Sinne. Dann, was haben wir da noch? Natürlich sollte das Kind in einer vernünftigen Umgebung gedeihen können. Das heißt, dass die Mutter nicht alle möglichen seelischen Belastungen hat in dieser Zeit. Das wirkt sich alles aufs Kind aus. Hat dann zur Folge, wenn man das eine oder andere nicht beachtet, eventuelle Entwicklungsstörungen, was sich dann in einem Abgang äußert. Das haben ja auch viele das Problem, dass ein Abgang nach dem anderen da ist. Hat natürlich auch teilweise mit Schwermetallbelastungen zu tun, kann durch Impfstoffe kommen und. Also man sieht es schon von der Ausführung her. Ich könnte jetzt halt hier tagelang ins Detail gehen, wie was genau zusammenhängt. Ich möchte es nur einfach mal
anreißen. Wir werden dann auf der Lebenskraft Wasser e.V. Homepage werden wir dann auch einige Filme dann mit reinstellen, die man verfolgen kann, für die, wo es genauer interessiert, die ganzen Messungen, wie funktioniert das Ganze. Ja? Ich habe dazu einen ganz normalen Voltmeter hier, ja, mit einer Handelektrode, und ich habe hier unten eine Erdungsmatte. Kann ich mal zeigen, eine Erdungsmatte mit einem Kabel, die praktisch auf Erdung geschalten ist. Und jetzt kann ich hier die Spannung messen, was im Körper vorhanden ist. Ja, welche Spannung hat mein Körper, wenn ich die Elektrode in die Hand nehme und wenn ich den Fuß zum Beispiel auf die Erdungsmatte stelle. Das hat sich jetzt verändert. Ja. Darum sagt man immer, man soll ja sehr viel barfuß gehen im Sommer und so weiter, allgemein barfuß gehen, um einfach die Erdung wieder zu bekommen, eine vernünftige Zellspannung. Ja? Ja. Das sind praktisch von der Natur her einfach Faktoren, die eigentlich normal wären. Aber in unserer zivilisierten Gesellschaft ist es nicht mehr normal. Mhm. Ja? Da geht man einfach nicht beim Barfuß oder aus irgendwelchen Gründen, weil es uns auch so von der Industrie oder sonst irgendwelchen Idealen vorgegeben wurde, dass es so angeblich ist. Ja? Man weiß ja von Menschen, die krank sind, und das hast du natürlich auch aus durch deine Erfahrungen schon oft messen können, ist ja gerade die Leute, die krank sind, haben eine erhöhte Zellspannung, viel zu hoch. Und das ist also ein wichtiger Punkt. Das heißt also, wir alle leben eigentlich mit viel zu hohen Zellspannungen, mal generell. Ja, wir haben vor der Sendung die ein oder andere Messung zu diesem Thema gemacht. Wie gesagt, wir werden das nochmal auf der Lebenskraft Wasser e.V. Seite dann auch nochmal zeigen, für diejenigen, die jetzt aber nur rein speziell sich jetzt für die Messung interessieren. Unser Thema ist jetzt natürlich nicht Messgeräte vorstellen, sondern einfach den Hintergrund zu zeigen, okay, Zellspannung ist zu hohe Zellspannung, ist also ein Riesenproblem, was als Faktor gelten könnte zu diesem Thema der Unfruchtbarkeit. Ja? Welche Faktoren haben wir noch? Fangen wir vielleicht mit der Baubiologie an. Mhm. Gehen wir einfach mal die ganzen Punkte durch. Mhm. Wir haben es schon kurz angesprochen, und zwar elektrostatische Aufladungen. Das kann man hier, praktisch ein baubiologisches Messgerät hier, mit einer speziellen Sonde, wo hier die Kontakte hat, wo elektrostatische Spannung messen kann. Das heißt, Bettdecken, Matratzen und so weiter, es können hier extrem hohe Spannungen auftreten, die nicht passen. Ja. Da ist wichtig, es gibt nämlich selbst ökologische Matratzen und so weiter, die eine extrem hohe Aufladung haben, aufgrund der Materialauswahl, die nicht geeignet sind. Man hat dann praktisch automatisch ein sehr hohes Feld und eine zu hohe Zellspannung in diesem Sinne. Ja? Dann natürlich das Ganze mit Kleidung. Wir haben vorhin auch, kann man dann auch bei Lebenskraft e.V., Lebenskraft Wasser e.V. sehen auf der Homepage unter Videos. Da haben wir jetzt mal eine Sportjacke genommen und einfach mal durchgeführt. Das ist immer so Polyestermischung. Ja. Und die lädt sich auch extrem stark auf. Daher muss man auch wieder achten, welche Bettbezüge verwende ich, ja, oder Bettbezug in Verbindung zur Schlafkleidung, was man trägt. Ja. Ja. Auf diese Sachen ein bisschen achten. Das gehört jetzt zum Beispiel hier nicht mit rein. Nur ein Beispiel, wenn ich eine Brille putze, ja, habe ich vorne auf der Netzhaut vom Auge mehrere 1000 Volt drauf, wenn ich Pech habe. Mhm. Ja, es lädt sich elektrostatisch auf und die meisten Gläser sind heute aus Kunststoff. Mhm. Ja, dann habe ich vielleicht noch einen komischen Bügel mit dazu, dann habe ich dann ein sonstiges Feld, was ich im Gehirn aufbaue, kann Kopfschmerzen, alles Mögliche verursachen. Ja. Oft haben die Leute Kopfschmerzen und wissen gar nicht, wo es herkommt. Ja. Ja, sollte man mal ein bisschen drauf schauen. Also es ist so, wenn ich dich richtig verstanden habe, also natürlich ist das jetzt ein Faktor, der auch in dieses Thema reinpasst, aber natürlich sich auch endlos weiter ausdefinieren lassen würde auf alle möglichen Krankheiten, Unbefindlichkeiten und so weiter. Das heißt also, die korrekte Zellspannung ist und bleibt natürlich ein wichtiger Punkt. Die Leute, die schwere Krankheiten haben, Beispiel Krebs, die haben meistens eine Körperspannung, also eine Zellspannung, die liegt über einem Volt. Mhm. Ja, das soll aber darunter liegen normalerweise. Ja. Das heißt, die Zellspannung ist zu hoch. Ja. Kann man wirklich beobachten bei den Menschen, die so eine Geschichten haben. Ja. Zum nächsten Thema Radioaktivität. Mhm. Radioaktivität ist in Baumaterialien vertreten, Fliesen, das Mauerwerk, ja, Steine, viel wurde mit Bimsstein und so weiter gebaut. Im Osten vor allem, Ostdeutschland, da hat man früher sehr viel Baustoffe verwendet, die radioaktiv belastet waren. Es gibt da komplette Regionen, die eine sehr hohe Krebshäufigkeit haben, aufgrund von dem Baumaterial, was damals verwendet wurde. Ja. Mhm. Da sind die kompletten Häuser total verstrahlt. Mhm. Ja. Wenn man da mit einem Geigerzähler mal durchgeht, hat man seine wahre Freude, was man so alles finden kann. Ja. Mauerwerk. Ja. Ja. Messen kann man es mit solchen Profigeräten, baubiologischer Messstandard, ja,
Das ist praktisch so ein Gamma-Scout-Messgerät. Und für die Leute, die, für die Privatleute, wo sowas messen wollen, haben wir von SOEX, haben wir da Messgeräte. Das ist zum Beispiel eine Kombination. Einmal habe ich hier die Messung von radioaktiver Strahlung und ich kann zusätzlich von Obst und Gemüse nochmal messen mit einem Nitrattester. Ja. Nitrat ist ja auch nicht dienlich für den Körper. Das ist praktisch ein Kombigerät. Damit kann ich radioaktive Strahlung messen. Mhm. Georg, bitte auch da nochmal drauf ein, damit dass dieses Thema wichtig ist, der Radioaktivität vergessen viele oder verdrängen auch ganz gerne viele. Wir haben die Messungen gemacht mit verschiedenen Wässern. Vielleicht kannst du da nochmal ins Bewusstsein rufen, wie dringlich eigentlich auch dieses Thema nach wie vor ist. Also die Radioaktivität im Mineralwasser weiß man schon viele, viele Jahrzehnte darüber Bescheid. Mhm. Nur es gibt ein Gesetz, dass man kann praktisch diese Radioaktivität aus dem Wasser rausfiltern. Mhm. Nur macht man das nicht, weil man es sonst nicht mehr als natürliches Mineralwasser verkaufen darf. Mhm. Daher haben Mineralwassermesser teilweise einen hohen radioaktiven Wert und umso höher der Mineralanteil ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit der Radioaktivität. Umso mehr Partikel, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Ja? Da hat Plus Minus damals im Jahr 2000 einige Messungen gemacht und auch öffentlich im Fernsehen vorgestellt. Mhm. Ja, das sind jetzt seit 15 Jahre sind es jetzt seither. Geändert hat sich bis heute nichts. Die verkaufen immer noch ihre Geschichte weiter, obwohl man es weiß. Na gut, doch geändert haben sie die Grenzwerte. Die sind nämlich nach oben vielleicht. Ja, aber das ist dann schon alles. Ja. Ja. Aber es ist nicht zu unserem Vorteil, eher zum Nachteil. Plus Minus kann ich ganz kurz vorlesen, von 19 Mineralwasserproben waren 5 extrem stark belastet. Mhm. So, wenn jetzt schon 5 von 19 extrem stark belastet sind, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie der Rest belastet ist. Ja? Auch nur, wenn es nur geringfügig wäre, ist eine Belastung da, hat er nichts zum Suchen. Ja? Das ist die Dauer dann der Einnahme und die meisten, das hast du auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, wechseln ja ihre Wässer nicht, sondern es wird natürlich immer dann das Gleiche gekauft und damit habe ich natürlich eine ständige, stetige Belastung. Genau, das sammelt sich, das reichert sich schön das Gewebe an, ja. Dann kommen natürlich Operationen dazu, Untersuchungen, Röntgenbilder werden gefertigt und so weiter, habe ich da eine Riesenbelastung. Dann geht es noch mal einen Schritt weiter. Ich fahre zum Flughafen, möchte wegfliegen. Ja, Amerika hat es ja möglich gemacht, dass extreme Untersuchungen da gemacht werden, wegen nichts im Endeffekt. Mhm. Koffer, wenn er durchgeht, durch so Band, wenn die Lamellen sich drehen, hat man außenrum eine extrem radioaktive Strahlung. Haben wir auch schon gemessen mit solchen Geräten. Mhm. Ja. Diese Bodyscanner sind teilweise radioaktive, haben radioaktive Abstrahlungen. Ja. Mhm. Dann geht es weiter, wenn ich im Flugzeug sitze und bin ich relativ weit draußen von der Erdatmosphäre, da kann ich auch eine erhöhte radioaktive Strahlung messen mit so einem Messgerät. Ja. Ich kann auch mit so einem Messgerät Langzeitaufnahmen machen. Und diejenigen, die sich dafür interessieren, das blenden wir natürlich auch ein, wo man die ganzen Geräte bekommen kann, von der Firma SOEX. Das sind relativ günstige Geräte, kann man sehr gute Messungen damit machen. Also es ist eine tolle Sache für diejenigen, die sich dafür interessieren. Mhm. Flughafen haben wir und Hotels natürlich auch. In manchen Ländern, wenn man ein Hotel reingeht, muss man immer durch einen Kasten da durchgehen, hat man ständig eine radioaktive Strahlung. Und umso mehr man praktisch da einer radioaktiven Strahlung ausgesetzt ist, umso höher ist das Risiko, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Der Körper ist verseucht. Und Strahlentherapie ist auch so eine Geschichte. Mhm. Ja, da möchte ich gar nicht damit anfangen. Das ist jetzt mal gleich übel, dass Menschen einfach, wenn sie irgendwelche Tumore haben oder irgendwelche Krebssorten, radioaktiv bestrahlt werden. Das heißt, wenn ich einen Tumor oder sonst irgendwas radioaktiv bestrahle, tue ich im Endeffekt das ganze körperliche Gewebe verseuchen. Ja. Ja, dann kann ich gleich nach Tschernobyl zur Kur gehen. Ja, sollte man eine Kureinrichtung machen vielleicht, dann können die Leute da runterreißen. Ja, in der Hoffnung, dass sie gesund werden. Also, das heißt, wir haben in der heutigen Zeit eine massiv erhöhte Belastung auch an der Radioaktivität. Die ist belegbar, das ist ein Fakt. Und man weiß natürlich auch, dass das genau das Erbgut ja auch zerstört und damit natürlich wieder zu diesem Thema auch der Unfruchtbarkeit auf jeden Fall angesprochen werden muss. Ja. Da machen wir vielleicht weiter kurz, dass wir das Elektrosmog-Thema dann auch abschließen können. Mhm. Man weiß es, gehe wieder mal zurück, Thema Bauernhof, Tierzucht. Man hat festgestellt, da wo Sendemasten aufgestellt sind,
Missgeburten, Frühgeburten oder Unfruchtbarkeit der Tiere war einfach gegeben aufgrund von diesen Sendemasten, das haben wir festgestellt. Ja. Ja. Natürlich wirkt es beim Menschen ähnlich. Und wenn jetzt also jemand schon mal zu Hause ein Tech-Telefon hat, ja, es gibt Tech-Telefone, auch wenn es in der Station drin steht, die strahlen ohne Ende. Ja. Die sind teilweise schlimmer wie die ganzen Sendemasten. Und man kann es messen, auch wieder mit so einem HF-Messgerät. Ja. Das ist zum Beispiel mit einer speziellen Antenne. Diese Antenne, damit kann ich die Störquellen anpeilen. Ich kann schauen, wo kommt es denn her? Mhm. Ja, welche Belastung, wo kommt die Belastung her? Ich kann dann Vorsorgemaßnahmen machen, wo ich entweder eine spezielle Wandfarbe verwende, Gardinen, Tapeten, da gibt es alles Mögliche, wo man das Ganze abschirmen kann auch. Mhm. Wichtig ist, man darf sich aber keinen faradayischen Käfig schaffen, ja, weil das auch wieder nicht dienlich ist, sondern nur verschiedene Wände, wo die Belastung ist, wo man das machen. Und es gibt auch spezielle Antennen, wo man dann das Umfeld, wo man sich gerade befindet, auch messen kann von der Belastung. Mhm. Ja, das wird dann hier auf diesem Gerät aufgesteckt. Und das halt zum Thema HF-Strahlung. Was auch noch ganz wichtig ist, Energiesparlampen haben eine sehr hohe HF-Abstrahlung. Mhm. Ja, genauso wie das Handy haben das die Energiesparlampen. Die bauen ein extrem großes Feld auf. Ja. Darf das nicht unterschätzen. Ja. Und natürlich, was noch mit dazu kommt, informative Verschmutzung vom Umfeld. Da drin sind Schwermetalle. Mhm. Und über Licht kann ich Schwermetallimpulse übertragen. Ja. Ja, dasselbe, wenn ich eine Kaffeemaschine verwende, sind da alle möglichen elektronischen Bauteile drinnen. Und wenn ich jetzt mir dann Kaffee damit mache, dann habe ich zum Schluss eine informative Verschmutzung von Schwermetall drin. Ja. Das kann ich wiederum in der Haaranalyse nachweisen, genau, obwohl ich die Substanz nicht zu mir genommen habe, sondern nur die Schwingungscharakteristik. Ja. Ja? Und da könnte man mit Energiesparlampen am besten das Zeug gleich weglassen, mhm, weil das ist eigentlich das nächste Unheil unserer Zeit, wo immer mehr verbreitet wird. Und man muss wirklich da beginnen, einfach einen Stopp reinzuhauen und den Leuten das wirklich klar zu machen, Finger weg von dem Zeug. Wenn das eine Schwingungscharakteristik eben auch so wichtig ist, sieht man allein schon an der Tatsache, auf Grundlage der Energiesparlampen ist eben der Anteil des blauen Lichtes. Das heißt also, alleine wenn das Spektrum anders ist und damit eine andere Schwingung, ist die Kelvin-Anzahl von diesem blauen Licht ist natürlich ganz anders als das, was wir als natürliches, tägliches Tageslicht wahrnehmen würden. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf den Körper. Und so sieht man auch, wie Frequenzen und Schwingungen damit massive Einwirkungen haben. Ich möchte aber dich nochmal bitten, wir Männer tragen ja ganz oft, ja, wir haben alle so eine Telefone in der Regel heute, wo tragen wir die, ja, immer in den Taschen. Richtig. Man weiß auch da, dass die Strahlung natürlich massiv dazu beiträgt, auch dass dort eben halt die Spermienanzahl deutlich weniger wird. Weil die einzige Hoffnung, die ich im Augenblick habe, die Dinger werden immer größer mittlerweile, dass sie vielleicht irgendwann mal nicht mehr in der Tasche passen, Gott sei Dank. Aber es ist auch ein wichtiger Punkt, so wie wir uns täglich verseuchen damit. Ja, also ständig irgendwelchen Strahlungen ausgesetzt sind, die eben massiven Einfluss auf den Körper haben. Ja. Ja, ist ein entscheidender Faktor. Kleines Thema noch, dass wir das Thema Baubiologie abschließen können. Schmuck, mhm, BHs, mhm, Gürtelschnallen, mhm, irgendwelche Armreife und so weiter. Mal angenommen, ich habe eine große Gürtelschnalle oder bestimmte Formen gehen in Resonanz natürlich mit elektromagnetischen Sendern. Ja. Ja, ob das HF-Strahlung ist oder sonstige Strahlungen, es geht in Resonanz. Das heißt, ein Metall baut das Schwingungsfeld auf. Ja. Wirkt sich natürlich im Bereich der Geschlechtsorgane auch aus. Ja. Thema BHs, die sind ja teilweise mit Drahteinlagen unten. Mhm. Ja. Das ist dann wie eine Antenne, wo auch wieder in solchen Feldern praktisch damit in Resonanz geht. Ja. Ja. Und das ist auch ein Thema, wo man am besten Schmuck am Körper hat, da nichts verloren, möglichst wenig. Mhm. Ja. Und wenn, muss man halt dann austesten, welcher Schmuck, wenn es unbedingt sein muss, welchen man tragen kann, was man verträgt und so weiter. Ja. Ja. Das hat man auch teilweise Schmuck mit Schwermetallen, ja. Ja, die gehen ja auch wieder über die Haut, überträgt sich das in den Körper. Ja, wegen günstigen Nickel. Ja. Oder Stagnationswasser in der Früh aus dem Wasserhahn. Man dreht den Wasserhahn auf und man kriegt das schöne Krummnickelwasser. Ja. Ne? Ja. Das sind alles Dinge, die sollte man meiden. Und genau deswegen machen wir die Sendung, weil wir möchten auch auf die vielen kleinen Fehler, die man so täglich macht, die man sich einfach nicht bewusst macht, einmal mal hinweisen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn ich genau diese Faktoren mal wirklich versuche abzuschalten, dass dann auch natürlich das Körperbewusstsein ganz anders wird, unabhängig, ob ich jetzt Kinder haben möchte oder nicht. Ja, es steigert so oder so das Wohlbefinden, wenn ich mich einfach diesen Sachen nicht aussetzen muss. Mhm.
Jetzt haben wir hier noch andere Produkte, Pflegeprodukte, wir haben noch Nahrungsergänzungsmittel, du hast noch ein Glas Wasser stehen, wo wir ja schon drüber gesprochen haben. Hier möchte ich aber nochmal ansprechen, das Thema der Hormonbelastung. Lass uns mal genau die Brücke da bauen. Okay. Hormonbelastung. Ich zeige vielleicht mal eine Geschichte, wo es schon anfängt und beginnt. Das ist eine Zeitung, die wird es vielleicht bald nicht mehr geben, so wie man es ein bisschen nachverfolgt. Ja. Diese schöne Mainstream-Presse, Bild nennt sich das Ganze noch. Ja. Die haben einen Artikel gebracht vor einem Jahr, Plastik aus dem Wasserhahn. Da ging es ganz speziell um Nanokunststoffe und um Hormone. Da muss man sich mal die Frage stellen, wo soll es herkommen und warum ist unser Grundwasser eigentlich schon belastet mit dem Ganzen? Wo soll es denn herkommen? Ja, also muss ich jetzt halt irgendwie eine Quelle haben, wo ich das ins Wasser reinbringe. Ja. Wenn ich jetzt einmal ganz genau reinschaue, ganz um Pflegeprodukte, was da alles drin ist, wie viele Hormone. Und wir werden es ja dann auch noch vorstellen mit einer App, wo man sich runterladen kann, wo wir beide im Supermarkt drin waren. Ja. Haben schon alle komisch geschaut, weil wir alle Produkte aus dem Regal rausgezogen haben. Smartphone drauf, Barcode eingescannt und hat uns gesagt, ob dieses Produkt belastet ist oder nicht. Das heißt, man kann da im Vorfeld schon entscheiden, ob man es mitnimmt oder nicht oder besser sicherheitshalber bleiben lässt. Ja. Genau. Das ist mal eine Geschichte. Die ganze Hormone, man hat ja teilweise auch Medikamenten drinnen. In sämtliche Pflegeprodukte sind überall Hormone drinnen. Und es ist klar, im Klärwerk bleibt es nicht irgendwie hängen, sondern es geht in Flüsse und Seen. Weil im Klärwerk, das ist Nanopartikel, das ist wasserlöslich, das kann man da nicht rausfiltern. Ja. Und man könnte zwar schon rausfiltern, aber es wäre zu aufwendig und zu kostenintensiv. Ja, Riesenaufwand, ja. Das wäre eigentlich nahezu nicht, aber es ist eigentlich nicht machbar. Und klar, das landet in Flüsse und Seen. Und dann irgendwann wieder im Grundwasser landet es dann wieder bei uns. Und du kommst direkt frisch gekühlt aus dem Wasserhahn, das Ganze. Ja, Wasser, Nahrung, überall. Der entscheidende Faktor ja hier ist, dass wir also zusätzlich zu den Hormonen, die der Körper natürlich vollkommen natürlich produziert, die auch wichtig sind, eine Unzahl an Hormonverbindungen, hormonähnlichen Substanzen im Körper reinbringen, der das ganze System letzten Endes natürlich komplett resettet und ganz anders aufbaut. Tumor, Entartung, man kennt das alles eigentlich, die Thematik. Und trotzdem ist es oft nicht bewusst, dass wir uns täglich damit eigentlich vergiften. Und viel schlimmer ist ja dann am Ende auch die Wechselwirkung. Denn es mag ja sein, dass jeder Hersteller einen Test vielleicht macht, ob der Stoff jetzt da drin keine Wirkung hat oder wenn dann nur minimal oder Grenzwerte einhält. Aber jetzt habe ich es zum Beispiel im Haarspray habe ich es drin. Ich habe es dann vielleicht in der Kolorierung drin. Richtig. Wir reden noch über solche Sachen. Ja, und die Wechselwirkungen sind natürlich auch irgendwo da. Ja. Da muss ich mich nicht wundern, wenn es mir dann natürlich irgendwann mal mit der Gesundheit bergab geht. Das summiert sich halt zusammen. Ja. Ja. Wenn ich überall die Grenzwerte einhalte bei einem Produkt, aber wie viele Produkte nehme ich denn davon über den ganzen Tag? Genau. Jetzt kommt nur ein wesentlicher Faktor dazu, die Antibabypille. Mhm. Ja, wurde irgendwann mal eingeführt. Inzwischen ist es so weit, dass unser Fischbestand 70% weiblich ist. Ja. Ja, Verweiblichung der Fische. Ja. Männer sind teilweise unfruchtbar. Mhm. Ja, woher kommt denn das Ganze? Ja, klar, es geht auch wieder in unser Grundwasser. Ja. Wir wissen, unser Grundwasser ist hormonverseucht. Ja. Ja, die Männer trinken es ja genauso wie die Frauen. Ja. Logisch. Da haben wir überall Hormone. Dann in der Fleischproduktion. Ja. Mhm. Was wird denn da gemacht, um die Tiere schnell groß werden zu lassen? Ja. Ja. Schöne Spritze vom Onkel Doc, Hormone und das Tier wird schnell groß, kann man schnell zur Schlachtbank führen. Da kommt Stresshormone und alles Mögliche hier noch mit dazu, was die Tiere hier ausschütten. Mhm. Das heißt, Hormone überall, ja, klar hat das irgendwie eine Auswirkung. Und wer sagt, dass es, wenn man jahrzehntelang die Pille nimmt und die dann absetzt und dann nicht schwanger werden kann, ja, das wird doch alles im Körper gespeichert, diese Hormonüberfrachtung in diesem Gewebe. Dann gibt es ja noch die Geschichte mit den Spiralen, Kupferspirale. Mhm. Da sagt man ja, dass dieses Kupfer die Spermien abtötet. Mhm. Wenn jetzt praktisch Kupfer Spermien abtötet, ja, das geht doch ins Zellzwischengewebe. Ob das nur die Information ist oder in Kleinstform, in Nanoform im Gewebe sich einspeichert. Ja? Ja. Ich habe das nach wie vor da. So, jetzt muss ich diese Schwermetallbelastung rausbringen. Mhm.
Dann könnte ich jetzt noch weitermachen. Ja? Dann lassen sich die Frauen vorher sicherheitshalber impfen, dass sie in der Schwangerschaft keine Krankheiten bekommen oder sonstiges. Dann kriege ich noch meine Schwermetalldosis oben drauf. Mein Immunsystem ist kaputt. Ja, wenn da niemand mehr schwanger wird, ja, die Natur, wie gesagt, weiß genau, was sie tut. Nur der Mensch weiß es nicht. Ja. Er lebt nicht mit der Natur. Ja? Dieser ganze Scheiß, ja, der wächst nicht auf dem Baum. Also brauchen sie wir nicht. Das ist alles chemisch, synthetisch hergestellt. Obwohl es mittlerweile ja auch, und das ist das Schöne an der heutigen Zeit, viele dieser Produkte lassen sich absolut problemlos ersetzen. Also man muss auf den Komfort der Produkte nicht verzichten. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es gibt Mittel ohne diese Stoffe, natürlich auch ganz natürliche Mittel, die gibt es genauso. Ich möchte aber nochmal auf das Thema der Hormone zurückgehen. Ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich denke, es wird auch viele Frauen interessieren, denn erstens mal weiß man, was Hormone anrichten, wenn jetzt Männer weibliche Hormone nehmen. Ja, das kennt man, ob es jetzt nun sei es die Leute, die es jetzt bewusst nehmen, die jetzt also sich operiert haben lassen zum Beispiel. Wenn man sich die Jugend heutzutage anguckt, also als wir, sage ich mal, 12, 10, 12, wir haben anders ausgesehen. Man möge sich die Mädels heute mal anschauen. Ja. Die sehen mit 10 aus wie eine ausgewachsene Frau. Und die Herren oder die Buben dagegen, ja, die sehen auch mit 20 noch aus, als wären sie 12. Und nehmen wir doch ein ganz einfaches Beispiel, dass man die Veränderung mal wirklich sieht. Ja. Die Stöckelschuhe oder High Heels, wie man es auch immer nennen möchte, hat man eigentlich eingeführt, weil die Frau immer kleiner war wie der Mann. Mhm. Immer gleiche Größe. Ja? Mhm. Das war mal so, man weiß eigentlich, vom Ideal her ist die Frau immer kleiner wie der Mann. Also nur ein paar Zentimeter in der Statistik, aber so. Richtig. Ja. Ja? So, jetzt ist es so, ja, muss man den Frauen hochschauen. Mhm. Ja? Die haben ja schon richtige männliche Gesichtszüge. Mhm. Ja, das hat ja mit Weiblichkeit nichts mehr zu tun. Mhm. Ja, woher kommt denn das Ganze? Ja. Ja, Hormone. Ja, es wird immer mehr. Man kann es wirklich anschauen. Die jungen Mädels, die haben eine Körpergröße erreicht. Mhm. Das hat mit Frau nichts mehr zu tun. Entschuldigung. Ja. Irgendwoher muss es ja kommen. Ja, auch in der Entwicklung einfach, in der Phase. Ich meine, die Natur hat sich das nicht umsonst ausgesucht oder das so kalkuliert, dass man erst ab einer gewissen Phase natürlich dann dementsprechend von mir aus geschlechtsreif wird, ja, und diese Dinge entwickelt und entdeckt. Ich halte es auch psychisch gesehen überhaupt nicht gut, wenn auch Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren mittlerweile in solche Phasen schon eintauchen. Das hat dann nichts zu suchen. Und dann kommt halt relativ früh gleich die Antibabypille oben drauf. Ja, ja. Hormonzufuhr und ja. Dann wird halt die Frau ewig groß. Weil es muss ja irgendwo herkommen. Früher gab es das doch auch nicht. Und nur durch die Ernährung, ja, wir haben mehr zum Essen und so weiter und geht es besser wie damals. Ja. Nee, in der ganzen Nahrung sind weniger Nährstoffe wie damals drinnen. Ja. Das sind nur Füllstoffe. Also kommt es woanders her. Genau. Ja. Ja, das ist also wirklich ein wichtiger Punkt. Also gut, die Hormone haben wir mal abgeschlossen. Du hattest nochmal die Plastikgeschichte angesprochen. Da möchte ich ganz gerne nochmal, was bewirkt denn eigentlich dieses Plastik im Körper? Was macht das eigentlich? Einfach mal ins Internet reingehen, suchen, Nanoplastik. Mhm. Ja, es gibt ja schon, geht ja schon in Richtung Nanofood. Mhm. Ja, es werden ja schon Nanopartikel werden künstlich erzeugt, um Farbgebung, Geschmacksgebung oder Verdickungsmittel, Ketchup zum Beispiel, tut man teilweise Nanokunststoff mit dazu, um den dickflüssiger zu machen. Und dann gibt es dann wieder irgendwelche Deklarationsgeschichten, wo man das gar nicht wieder mit reinschreiben muss. Ja, also ja. Wenn ich jetzt die Rezeptur von irgendwas ändere mit so irgendwas, muss man das teilweise gar nicht mit aufnehmen. Das heißt, im Inhaltsverzeichnis von dem Nahrungsmittel sieht man das nicht mehr. Und man muss auch unterscheiden, die Kennzeichnungspflicht ist von Land zu Land unterschiedlich. Ich hatte das einmal gesehen bei so einer Verpackung, war sehr interessant. In England standen also in Great Britain standen praktisch die Inhaltsstoffe, die E-Stoffe drauf. Unter diesem D-Schild standen es nicht mehr drauf. Die haben ganz schöne Namen gehabt, hat sich relativ toll ausgeschaut. Ja. Dann stelle ich mir auch dann die Frage, ja, in England steht es drauf, bei uns ist es geschönigt. Also kann ich jetzt nach diesen ganzen Inhaltsstoffen, was da deklariert ist, kann ich gar nicht mehr teilweise gehen. Das heißt, am besten, man stellt die Sachen selber her oder man hat einen Bauern seines Vertrauens oder sonst irgendjemanden, der Produkte in der Richtung herstellt, wo man weiß, der arbeitet sauber. Ja. Aber diese ganzen Dinge, was großindustriell hergestellt wird, das ist eine Katastrophe, was da abläuft. Ja. Da könnte man halt ewig weitermachen, was da noch alles mit reinspielt. Das ist nur ein kleiner Bereich. Ja. Man spricht praktisch von Nanokunststoffen. Ja. Designernahrung nennt man das Ganze. Ja.
wo dann die Geschmacksarten verändern kann, je nachdem, was du es machst. Ja. Oder das, das ist ein gutes Beispiel, das wollte ich nämlich auch gerade bringen, dass das alles kein Science-Fiction mehr ist. Sieht man nämlich genau darin, dass erstens Lebensmittelchemiker und Designer, sagt ja schon mal der Name im Deutschen, was da eigentlich gemacht wird. Und mit diesen Nanopartikeln ist Folgendes möglich. Die haben eine Pizza entwickelt, die im Prinzip bei, sagen wir mal, 300 Grad oder, das war jetzt zu viel, sagen wir mal, bei 70 Grad in der Mikrowelle, also es muss in der Mikrowelle durch Bestrahlung geschehen, da schmeckt das nach Spinat. Mhm. Bei 75 Grad schmeckt es nach Salami, ja, bei 90 Grad wieder was nach ganz anderem. Also wie verrückt wird das da eigentlich? Und so wird uns diese Technologie auch verkauft als etwas Positives. Mhm. Aber muss man diese Trends eigentlich mitmachen? Wie verrückt sind wir eigentlich geworden mittlerweile? Ja? Wer braucht sowas. Also im Internet habe ich auch die Verkaufszahlen gefunden. Mhm. Ich glaube, in den 90er Jahren haben sie damit begonnen und inzwischen sind es, glaube ich, 40 Milliarden Umsatz von dem ganzen Nano-Food-Geschichte. Ja. Mhm. Man hat ja die Nano-Geschichten eingeführt als Beispiel, wenn ich eine Schokolade in der Hand habe, dann schmilzt sie nicht mehr so schnell. Ja. Ja? Das heißt, temperaturbeständiger, selbst wenn es im Sonnenlicht ausgesetzt wird und so weiter. Ja. Jetzt tut man praktisch der Schokolade Kunststoffpigmente zusetzen, um dass die Schokolade nicht mehr schmilzt. Genau. Ja. Du hast es ja angesprochen. Übrigens kam das aus 1995, hat man das mal. Da gab es sozusagen Umsatz in der Lebensmittelindustrie, also auf der Nano-Ebene null. Null, da war gar nichts. Heute 2015, also 20 Jahre später, liegen wir bei 49 Milliarden Euro Umsatz. Ja, so irgendwas in der Richtung war es. Ja. Ja. Also man sieht, also es ist eine steigende Wachstumsbranche. Ja. Nur dass natürlich der Leidtragende am Ende immer der Konsument ist, weil er sich dann am Ende mit jedem Dreck verseuchen lässt. Mhm. Ja. Und wir haben es ja auch in anderen Sendungen schon gehabt. Wir haben über Demenz gesprochen, wir haben über Alzheimer gesprochen. Ich meine, das sind alles Folgeerscheinungen, die auf jeden von uns zukommen, wer sich natürlich permanent, sage ich mal, mit Petrochemie natürlich hier dann auch einsalbt. Ja. Mhm. Ja. Wir werden natürlich auch mal eine Messung machen. Ich würde stell doch einfach mal ganz kurz, was wir gefunden haben. Du hast es mit diese Apps erklärt oder beziehungsweise schon mal angesprochen. Was machen die denn genau? Wie funktioniert also das? Also in dieser Form haben wir zwei verschiedene gefunden. Mhm. Und zwar ToxFox. ToxFox war das, genau. Das misst Hormone. Mhm. In Pflegeprodukten, mhm, zum Beispiel. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mal angenommen, ich nehme haben wir sogar getestet. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt halt hier den Barcode mit dem Handy einscanne, mhm, dann zeigt es mir an, dass es halt da eine Hormonbelastung gibt. Ja. Also hier in dem Fall ist dieses Methylparaben drin und das Ethylparaben drin. Mhm. Ja, das sind also hormonähnliche Substanzen, die hier also im Körper zugeführt werden. Wir werden das dann nachher auch mal in der Messung dann auch nochmal direkt zeigen. Und auch dieses Video finden Sie dann natürlich nochmal auf Lebenskraft Wasser, ja, auch bei den Videos dann auf jeden Fall. Mhm. Was haben wir noch? Dann haben wir natürlich Haargel, mhm, auch mit Hormonen, mhm, belastet gewesen. Also das muss man generell sagen, also in sehr, sehr vielen Haarpflegeprodukten haben wir genau diese Parabene sehr viel gefunden. Also es scheint offensichtlich das Haar ein sehr guter Träger dann dafür auch zu sein, um diese Stoffe in den Körper zu bekommen. Richtig, muss einen gewissen Vorteil haben oder irgendwelche Vorteile wird es schon haben, warum die das so machen. Ja? Mhm. Dann gibt es ja noch eine weitere Geschichte, diese andere App. Das ist Plastics, nennt sich die. Genau, damit kann man praktisch, blenden wir alles nochmal unten ein, die ganzen einzelnen Apps, wo man sie sich runterladen kann. Mhm. Und hier gibt es zum Beispiel so eine Peeling-Cremes. Mhm. In Peeling-Cremes sind praktisch Nano-Kunststoffpartikel drinnen, mhm, um die Haut zu peelen. Mhm. Gehen die Meinungen, denke ich mal, komplett wieder auseinander, was das letztendlich dann wieder bewirkt oder wie das wirkt auf dem Organismus. Mhm. Wenn man hier die ganzen Inhaltsstoffe liest, Katastrophe, da ist ja nichts Natürliches mehr drin. Ja. Ja, das ist ja ein komplettes chemisches Produkt im Endeffekt. Mhm. Und so gibt es halt viele andere Produkte, wo irgendwelche Nanopartikel drin sind. Wie gesagt, Schokolade ist es sehr gerne, wird es inzwischen eingeführt. Schokoriegel, egal was es ist. Ja. Auch da muss man einfach mal ein bisschen drauf schauen. Und ich denke mal, man tut seinen Kindern auch nichts Gutes mehr, wenn man denen Schokolade gibt. Und da muss man schon wirklich genau schauen, wo das Ganze herkommt. Ja.
Und wenn, dann natürlich, ja, immer die Dosis macht das Gift. Ja. Ja, das ist entscheidend. Warum haben wir das eigentlich? Das war mir nochmal wichtig, weil ich möchte, dass die Zuschauer einfach da diesen Tenor nochmal verstehen, warum und wie Apps, was kann man damit machen? Der Hintergrund ist der, liebe Zuschauer, es haben sich einige findige Menschen gefunden, die sozusagen diese Apps entwickelt haben. Und der Hinterpunkt war, es gab also einen Hersteller, namhafter Hersteller von der Babylotion. Und dort haben sich eben diese Hormone drin befunden. Und man kann eben mit dieser App diesen Barcode abscannen und dann direkt, und das ist der wichtige, entscheidende Punkt, direkt dann an den Hersteller eine Mail schicken, eine Beschwerde sozusagen. Und hier zeigt sich, in welcher Zeit, in wunderbarer Zeit wir heute leben. Wenn es viele machen, dann ändern wir auch was. Genau das ist nämlich passiert. Der Hersteller hat innerhalb von Wochen sofort reagiert und hat diese gesamten Stoffe aus seiner Produktserie rausgenommen. Und hier sieht man, wie wichtig und wie stark der Verbraucher wirklich sein kann, wenn wir uns denn zusammentun. Weil wenn sich alle beschweren und sagen, ich kann das Produkt nicht mehr kaufen, weil da sind Inhaltsstoffe drin, die mir schaden, ja, warum sollte ich Geld dafür ausgeben für Sachen, die mir schaden? Warum? Genau. Ja, geht es nicht anders? Ja. Eigentlich darum geht eigentlich das Ganze. Ja? Genau. Und wenn ich vielleicht nur ganz kurz hier mit einbauen darf, Thema Pflegeprodukte, diese Titanoxid-Geschichte, das heißt, Titanoxid ist in jeder Sonnencreme drinnen und tut hier Licht reflektieren. Das wird dann praktisch mit Aluminium ummantelt. Mhm. Und wenn man sein Kind praktisch mit so einer Sonnencreme einschmiert, umso höher der Schutzfaktor, umso höher die Aluminiumbelastung, zieht in die Haut ein und verursacht alle möglichen Krankheiten, Allergien, bis zum Alter Demenzkrankheiten. Ja? Also praktisch Alzheimer, alles, was damit zusammenhängt. Ja. Daher tut sie eure Kinder lieber in den Schatten. Das ist die bessere Variante. Finger weg von Sonnencremes. Ja. Wenn, bitte nur natürliche Sachen, feuchtigkeitsspendende Sachen, irgendwelche Öle, die naturbelassen sind. Es gibt Alternativen dazu. Genau. Und wenn der Schutzfaktor draufsteht, ist es immer Schwermetall mit drinnen, weil das wirkt wie ein Spiegel. Mhm. Ja? Weil ich habe immer die Frage gestellt, wie können die das einfach beurteilen? Ja? Schon Sonnenschutzfaktor 30, 50. Ja? Mhm. Übrigens, das hat es vor 20 Jahren gar nicht gegeben, solche Summen, 50 Sonnenschutz, das war überhaupt gar nicht vorstellbar. Das heißt, wir haben ja hier eine, das nennt sich 50. Dann auch noch Babylove, ja, schön Sonnenmilch, Faktor 50, ja, sehr hoch. Ja. Da gebe ich dem Kind eine richtige schöne Schwermetalldosis auf die Haut. Mhm. Und hinzu kommt ja noch, man kann ja bei den Badeseen, kann man ja gar nicht mehr rausgehen im Endeffekt, weil die ganze Haut dort voll ist mit Sonnencreme. Das sammelt sich alles am Strand, dann geht es wieder bei den Fischen wieder mit rein, geht wieder ins Grundwasser, hat da nichts verloren. Das überhaupt ist nicht. Schwermetall, hochdosiert, geht alles im Endeffekt Grundwasser, Flüsse, Seen und so weiter. Also Finger weg von dem Zeug. Allein da müsste man schon auf Aufklärungspflicht eine ganze Sendung drüber machen, über richtig, diesen Irrsinn, richtig, der da gemacht wird und betrieben wird, um die Leute von der Sonne abzuhalten. Denn was vielen überhaupt nicht klar ist, die Sonne ist eigentlich das Medium schlichtweg hin für Vitamine, Gesundheit. Ja. Ja. Körpereigene Prozesse können nur ab einem gewissen Level von gewissen Vitaminen überhaupt vonstatten gehen. Das heißt, solange der Spiegel nicht da ist, ist der Körper wie im Winterschlaf. Und da muss ich mich, wie gesagt, immer nicht wundern. Ja, wenn die Sonne geht, geht es einem gut. Ja, das kennt man ja auch. Ja, so, man muss ja nicht übertreiben, man muss ja nicht gleich 10 Stunden einschmieren, kein Sonnenlicht, was passiert? Verursacht Depressionen. Ja. Und mit Depressionen wird auch ein guter Umsatz gemacht. Gibt es natürlich bestimmte Pharmakas, die man wieder da in diesem Sinne nehmen kann. Aber noch vielleicht ganz kurz, weil wir beim Thema Vitamine sind. Mhm. Manche Leute greifen natürlich im Supermarkt zum Regal. Mhm. Oh, ich brauche unbedingt Vitamine, weil von unseren Medien, von unserer Gesellschaft wird ja uns eingeredet, Mineralstoffmangel, Vitaminmangel, überall nur Mangel, überall mangelt es nur. Gut, das ist ja nicht in der Fülle. Also das stimmt ja schon mal, ja. Das ist zwar richtig, aber wenn man richtig einkauft, hat man auch diesen Mangel nicht unbedingt. Das heißt, es gibt im Supermarkt diese schönen Röhrchen. Ja? Hier ist zum Beispiel Magnesium drin, Vitamine E und Vitamin C und B-Komplex ist hier drinnen. Nur, jetzt sage ich ganz einfach mit dazu, 45 Cent. Wo sollen jetzt die Vitamine herkommen? Mhm. Ja. Das heißt, diese Vitamine werden synthetisch hergestellt. Ja. Was werden sie hergestellt? Erdöl. So, jetzt fresse ich hier Erdöl. Das ist auch Paraffine wieder und. Also könnte man richtig. Nicht, dann kommt noch mit hinzu, dann kommen wir wieder zu dem Thema Unfruchtbarkeit hin. Hier sind Süßungsmittel drin.
Das Ganze aus Vertanzeug, Finger weg davon. Ja. Überall, wo Leid draufsteht, Finger weg von diesem Zeug. Cola-Leid und wie sie alle heißen, ja. Lass das Zeug einfach bleiben. Ja. Und wenn dann draufsteht, dass gar nichts mehr drin ist von dem einen, das ist so Süßstoffzeug drinnen, das geht auf die Geschlechtsorgane. Mhm. Ob das jetzt eine Unfruchtbarkeit auslöst oder irgendwelche Geschlechtserkrankungen, ja, in Wuchergeschichten von Zellen und. Man weiß, es geht definitiv auf Geschlechtsorgane. Ja. Und jetzt stelle ich dann hier auch mal wieder die Frage, warum man das mal eingeführt hat, wenn man weiß, es geht auf Geschlechtsorgane. Mhm. Möchte man da irgendwas damit erreichen? Will man vielleicht damit erreichen, dass es weniger Kinder gibt, weil es vielleicht ungewünscht ist aus irgendwelchen politischen Gründen oder wie auch immer? Ja. Lass ich mal dahingestellt, soll sich jeder selber seine eigene Meinung machen. Es ist aber ein großes Fragezeichen. Also richtig, man weiß es ja, es wird eingebaut. Ja, die ganzen Sachen, was wir hier erzählen, man weiß es doch. Ja. Ja, ich kann im Labor alles untersuchen, ich kann alles rausfinden. Mhm. Selbst wir, wo wir jetzt keine Ausrüstung haben von ein paar Millionen, wo wir Laborausrüstung haben im Verein, wir können auch schon sehr vieles messen und rausfinden, ja, mit wenig finanziellen Einsatz. Ja. Mhm. Ja, und viel Hirnschmalz vor allen Dingen. Ja. Klar, man muss sich Gedanken dazu machen. Ja. Genau. Man muss ja die Quellen regelrecht suchen, weil es so wenig Quellen gibt. Ja. Das wird ja immer weggedruckt in dem Sinne. Ja. Mhm. Dann noch eine wichtige Sache. Alles, was mit Brausetabletten zu tun hat. Man gibt es ja immer sehr gerne den Kindern. Brausetabletten da, Brause dort. Ja. Mhm. Gepresste Kohlensäure. Mhm. In den Brausetabletten ist gepresste Kohlensäure drin. Das ist in anderen Ländern verboten. Mhm. In Deutschland ist es erlaubt. Da darf man es kaufen. Was macht gepresste Kohlensäure? Gepresste Kohlensäure steht dazu im Verdacht, dass es krebserregend ist, das Zeug. Ja. So viel zum Thema gepresste Kohlensäure. 45 Cent, maximale Wirkung, aber nicht gesundheitliche Wirkung, sondern andere Wirkung. Das ist gut für den Hersteller. Ne? Es gibt alle möglichen Varianten, Multivitamine, das ist auch immer so, so ein Ding, ob das Bonbons sind oder sonstiges chemisches Zeug, was den Kindern immer sehr gerne gibt. Finger weg von dem Zeug, gibt es sowas auch den Kindern nicht. Vitamin C, es gibt da alles Mögliche in der Richtung, nur das ist alles nicht dienlich. Das hier möchte ich einfach noch mal was dazu sagen, das möchte ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen. Gerade bei Vitamin C, das ist immer so ein riesen Punkt. Gut, wir haben jetzt hier also Vitamin C, das Ganze ist immer chemisch hergestellt. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Mir geht es jetzt um Folgendes. Und zwar gibt es hier eine Angabe auf der Verpackung, Vitamin C-Gehalt 120 Milligramm pro Tablette. Ich möchte jetzt einfach mal in Frage stellen, ob das wirklich ausreichend ist. Das ist nämlich ein Riesenthema, was auch in diesem Land überhaupt nicht besprochen wird. Ein normales Tier, nehmen wir mal einen Hund, produziert schon am Tag für sich selbst 5000 Einheiten Milligramm an Vitamin C. Eine durchschnittliche Ziege zum Beispiel sind wir schon bei 15.000 Einheiten. Also was, bitteschön, soll der Mensch, ja, der deutlich mehr wiegt, logischerweise, was soll denn der mit 120 Milligramm Vitamin C anfangen? Dann kann ich es auch sein lassen. Hier wird den Leuten eingeredet, du tust etwas für dich, aber nicht richtig. Ja, wenn Sie Vitamin C nehmen wollen, es gibt genügend Bücher, es gibt Videos ohne Ende. Machen Sie sich schlau, wo Sie richtiges Vitamin C herbekommen und wie Sie es dosieren müssen. Dann werden Sie auch die Effekte haben, die Vitamin C nämlich tatsächlich auch hat. Denn Vitamin C ist eines der wichtigsten Stoffe für alle körperlichen Stoffwechselabläufe und was weiß ich nicht alles. Hochinteressantes Thema, aber wenn, dann bitte richtig. Sonst macht es keinen Sinn und nur den Hersteller glücklich. Wir haben eine ganze Menge über das Thema jetzt gesprochen und ich denke auch, wir sind mit den Fakten, die wir genannt haben, eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Möchte dich jetzt ganz kurz nur bitten, was können wir machen? Gib einfach nur noch mal 2, 3 Stichpunkte. Wie kriege ich das Zeug aus dem Wasser raus? Ganz einfach filtern und nicht irgendein Filter. Mhm. Wir bieten ganz spezielle Geräte an bei Lebenskraftwasser auf Molekularebene, wo wirklich auch die ganzen Hormone, das ganze Zeug rausgefiltert werden kann oder auch wird. Genau. Wir haben eine Filterungsrate bis zu 100% von diesen Substanzen. Das erreicht man nicht mit einem herkömmlichen Aktivkohlefilter oder sonstige billige Auftischfilter. Ja. Da muss man schon sehr ins Detail reingehen und es geht nur über die Membrantechnologie, ansonsten keine Chance. Ja? Genau. Alles andere, was da erzählt wird, ist Blödsinn. Und das ist deswegen so wichtig, weil es sowohl die Radioaktivität rausholt aus dem Wasser, Mikrokügelchen, Mikronanopartikel aus dem Wasser rausholt. Wir haben die Hormone hinterher nicht mehr drin, wir haben Arzneirückstände nicht mehr drin. Also wenn Sie sich schon mit Wasser beschäftigen und auch Wasser trinken und natürlich auch in irgendeiner Art und Weise krank oder eine Thematik schon haben in Richtung der Unfruchtbarkeit, denken Sie bitte über dieses Thema nach.
Ansonsten kann man eigentlich wirklich nur empfehlen, den Leuten, besorgt euch so eine App. Ja, prüft die Produkte vorher, bevor ihr sie zu euch nimmt. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann einfach grundsätzlich meiden und gucken, ob es auf natürlicher Basis etwas gibt. Denn nur so, glaube ich, halte ich es für überhaupt machbar, dass wir einfach den Leuten mal zeigen können, okay, das kann ich machen. Und dann ist sicherlich auch bei Ihnen, liebe Damen, wo der Kinderwunsch vielleicht noch nicht in Erfüllung gegangen ist, geht vielleicht dann da auch wieder buchstäblich die Sonne auf. Möchtest du noch abschließend zu dem Thema etwas sagen? Abschließend ist gut. Ich könnte jetzt nur, wenn ich die Liste anschaue, richtig erst loslegen. Ja. Ja. Vielleicht ist mal eines interessant noch zu bringen. Und zwar gibt es da noch mal ein Thema, aber das ist schon wieder fast ein extra Video, was wir machen müssten. Wie kriegt man Kinder? Also wie macht man die Geburt als Beispiel? Da gibt es schon viele Videos. Oder einfach mal schauen, was ist bei der Geburt wirklich ganz speziell zum Achten? Was soll man meiden? Ja. Ja. Die Geburt möglichst natürlich gestalten. Ja. Was auch ganz wichtig ist, Kaiserschnittgeschichten ist ein Riesenthema. Es wird inzwischen, glaube ich, jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Und nicht, weil es muss, sondern oft aus... Geld verdient. Ja, und vor allen Dingen, also es ist weniger schmerzhaft für die Frau und so weiter. Also es gibt eigentlich, oder auch ästhetische Hintergründe sind dabei teilweise auch schon genannt worden. Also überhaupt nicht notwendig eigentlich, aber trotzdem wird es gemacht. Weil es hat auch einen gewissen rituellen Zweck, wo, wenn möglich ist, nicht per Kaiserschnitt. Ja. Ja, weil das Kind wird irgendwie aus dem Leben gerissen. Genauso, wenn ein Kind praktisch per Sauglocke geholt wird, was man früher immer sehr gerne gemacht hat, ist ja das Nächste, dass die auch traumatisiert sind, haben oft solche Fälle gehabt. Und die Geburtenthemen, wenn ich in die Therapie einsteige, ist oft teilweise ein Geburtsthema oder ein vorgeburtliches Thema, was die Kinder schon mitbekommen. Die nehmen alles auf im Unterbewusstsein. Man braucht nicht glauben, wenn die im Mutterleib sind, dass sie nichts mitbekommen. Ja. Die nehmen mehr wahr wie die Mutter selbst wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Die, bis ins Detail, sind hochsensible Wesen, wenn die hierher kommen. Und die nehmen wirklich alles wahr. Und daher bitte vorsichtig sein mit so einer Geburtsgeschichten. Mhm. Und hinzu kommt, wenn ich das Kind rausreiße aus Mutterleib, in diesem, ich benenne es einfach mal so. Mhm. Man sollte auch die Astrologie dabei beachten. Ich habe früher Astrologie immer so ein bisschen, wo ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Und es gibt viele, die reden darüber, okay, die Klatschzeitungen, der ganze Schwarm, was da erzählt wird, das kann man mal komplett knicken. Nur ich habe sehr gute Astrologen, Astrologinnen kennengelernt, die konnten mir Geschichten erzählen, nur aufgrund von meinem Geburtsdatum. Ich fand das so abgefahren, bis ins Detail. Die konnten alle möglichen Konstellationen nur aus dem Geburtsbild rauslesen. So, und jetzt stelle ich einfach mal die Frage, was passiert, wenn ich von der Geburtseinleitung beschleunige? Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum dieses Kind an einem genau bestimmten Zeitpunkt auf die Welt kommen soll. Ja. Warum brauche ich genau die Uhrzeit, wann ich zur Welt gekommen bin, um irgendwas zu berechnen in der Astrologie? Warum? Also das ist ein wichtiger Faktor. Ja, logisch. Den fälsche ich damit. Ja. Ja? Wird aber gemacht, ist schön bequem, Kaiserschnitt, so wie du schon erzählt hast. Ja? Und das ist nicht dienlich. Übrigens jeder Politiker, auch wenn sie es nicht zugeben, also das, was es früher gab, diese Haus- und Hof-Astrologen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen märchenhaft, aber trotzdem, jeder große Politiker haben das nach wie vor. Nur sie nutzen es natürlich nicht. Und dann wird natürlich über, sagen wir mal, Zeitschriften, dann diese Horoskope, natürlich wird es da wieder lächerlich gemacht. Das heißt bloß, die Menschen sollen es bloß nicht anschauen. Es wird aber im Hintergrund sehr wohl genutzt. Es geht schon richtig in die Tiefe. Ja. Wenn man vielleicht mal ganz kurz zurückgeht, okay, was wir nicht angesprochen haben, was können die Frauen tun, wenn es nicht funktioniert? Mhm. Einmal komplett Messung. Ja, auch was ganz wichtig ist, was wir vorhin auch nicht angesprochen haben, ist das Thema Routengehen. Ja, wollte ich auch mal einen Routengänger mal durchs Schlafzimmer laufen lassen, aber nicht irgendwelche, sondern gute Routengänger sollte man sich aussuchen, die es wirklich halt drauf haben, die am besten eine vernünftige baubiologische Ausbildung haben. Das ist mal das eine, dass der Schlafplatz sauber ist, dann eine komplette Elektrosmogmessung, Radioaktivitätsmessung, mal seine Gewohnheiten anschauen, welche Lebensmittel habe ich, welches Wasser trinke ich. Und da empfehle ich auch nicht unbedingt Wasser zum Kaufen, weil es ja auch wieder so ein komischer Wirtschaftszweig ist, der nichts wirklich Dienliches, sondern das Wasser kommt ja aus dem Wasserhahn, muss ich es nur noch filtern und habe ich ein hochreines Wasser, wo so reinkommt, aus keiner Quelle mehr raus, wenn die Quellen alle verseucht sind. Dann haben wir natürlich auch das Thema Ernährung, pH-Wert. Ja.
Was ich sehr interessant fand, ich habe nirgends im Internet eine genaue Deklaration gefunden, welchen pH-Wert das Fruchtwasser hat. Auch hochinteressant. Also wird aus einem bestimmten Grund irgendwie das komplett ausgeblendet, soll man nicht wissen. Sollte man sich auch mal Gedanken dazu machen. Ja? Was ist drin? Wasser mit einem bestimmten pH-Wert und Salz. Ja? So, aus dem besteht der Fruchtwasser. Also spielt auch die Qualität vom Körperwasser, in dem das neue Leben entsteht, eine wesentliche Rolle. Ja. Habe ich die Grundvoraussetzungen? Habe ich das richtige zellverfügbares Wasser? Und was wir hier machen mit unseren Anlagen, wir machen ja damit ein zellverfügbares Wasser. Dann natürlich auch nicht irgendein Salz nehmen, ja, also nicht diese Natriumchlorid-Sachen aus dem Supermarkt, sondern vernünftiges Meersalz oder Himalaya-Salz, was auch immer. Das mal zu dem. Dann wichtig ist natürlich auch die körperliche Entgiftung. Ja, wenn man viele Impfstoffe bekommen hat, viele Impfungen durchgeführt hat, Operationen bekommen hat, Narkosen, ist auch ein Riesenthema, ja, sollte man ausleiten. Ausleiten, Grundlage vernünftiges Wasser, zellverfügbares Wasser. Dann natürlich Zellulit, Eigenpräparate oder wo du immer sagst, es gibt ja verschiedene Kombinationen, OPC mit weiteren Traubenkernextrakt, wo auch sehr gut ist zum Entgiften. Da muss man aber hergehen, man müsste es praktisch auf dem Menschen speziell abstimmen. Wie viel? Was braucht er speziell, die Dosierung? Man muss es praktisch auch betreuen und austesten, das Ganze. Ja, auch beim Zeolith ist wichtig, ab unter 20 μmol-Einheit wird es verstoffwechselt, alles drüber hinaus wird es entgiftet. Und da gibt es im Internet halt sehr viele Anbieter, die das, und da muss man schon genau hingucken, was will ich eigentlich machen. Möchte ich die Mineralien aufnehmen, dann brauche ich es also sehr fein gemahlen. Möchte ich ausleiten, dann brauche ich es also grobkörniger. Ganz einfach, man muss es eben nur wissen. Ja, ganz wichtig, wie gesagt, die Entgiftung und die richtige Einstellung dazu. Das ist fast das Wichtigste. Ich glaube, ja. Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Ja, also die richtige Einstellung dazu. Es bringt nichts, wenn ich mich jetzt verrückt mache, ein Kopfkino mache, ich muss. Jetzt irgendwie schwanger werden, das bringt alles nichts. Man soll einfach mit einer gewissen Leichtigkeit rangehen. Ja. Ja. Kopfkino schadet dabei, weil der Mensch mit dem Verstand einschaltet. Man soll mehr ins Herz reingehen. Passt der Partner überhaupt? Ja, warum klappt das jetzt halt nicht? Muss ich an mir irgendwelche Themen aufarbeiten? Passt die Situation nicht? Habe ich zu viel Stress? Habe ich am Arbeitsplatz eine zu starke Belastung durch Kunstlicht, wo ständig auf mich einprasst? Ja. Oder Elektrosmog vom Bildschirm? Oder trage ich jetzt halt giftige Kleidung, tue mit giftigen Substanzen ständig hantieren in der Arbeit? Da muss man das Ganze betrachten. Es geht nicht darum, nur von, was ist in der, zu Hause los, ja? Sondern die Arbeit. Ja? Wir halten uns relativ viel auf in der Arbeit. Sollte man auch mal betrachten, ja, was habe ich da für eine baubiologische Situation? Ja. Das sind viele Faktoren, die da reinspielen. Ich meine, wir könnten jetzt noch psychische Themen ohne Ende aufführen, was alles da noch dazu gehört. Allein das wird schon wieder ein Stundenthema, was die Einstellung bedeutet. Ja. Und da bist du auch relativ fit in den Bereichen, einfach die Menschen aufgrund von Gesprächen einfach die richtige Einstellung zu geben. Und was liegt es jetzt, wo habe ich eine falsche Denkweise? Ja, das sind immer so Kleinigkeiten, wo man selbst nicht draufkommt, weil wie man so schön sagt, man oft ist man selbst betriebsblind, man sieht es nicht. Es ist ja nicht falsch, es ist oft einfach nur anders, sagen wir es mal so. Und wenn ich einfach nach Richtung Osten gehen möchte, dann kann ich nie nach Westen gucken. Ja, es ist immer schwierig und das, oft kann man das den Leuten auch im Gespräch natürlich auch mitteilen. Und ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidender Faktor, keine Angst, keinen Stress machen, überhaupt den Körper mal zur Ruhe bringen lassen, denn das gehört natürlich auch dazu, dass ein neues Leben entstehen kann. Richtig, die innere Einstellung ganz einfach. Genau. Wie stehe ich dazu? Genau. Oder bin ich jetzt halt wirklich, mache ich mir jetzt nur einen Kopf, dass ich es möchte, oder bin ich innerlich dazu bereit? Ja, genau. Dann kommt es vom Herzen, oder möchte ich das jetzt halt nur, um den Partner halten zu können? Ja. Ja, es gibt ja viele solche Varianten. Ja. Und inzwischen ist es ja so, dass es ja auch, was wir auch nicht angesprochen haben, Schwangerschaftshilfe, das heißt komplette Samenbanken werden angelegt, künstliche Befruchtung, die ganzen Sachen gibt es ja auch immer mehr. Es sind ja komplette Kliniken darüber entstanden, weil es natürlich nicht mehr geht, weil die Frauen immer älter werden, bis es mal sich ranwagen. Und dann klappt es dann plötzlich nicht mehr, dann ist jetzt der biologische Druck da, dann sind wir wieder in dem nächsten Thema drin. Und ich denke mal, ich habe mal einen kleinen Auszug gegeben für diejenigen, die sich halt da ein bisschen mehr
dafür einfache Dinge, die man tun kann. Ja, natürlich, wie gesagt, klar, liebe Zuschauer, also die Messungen können Sie sich natürlich nochmal anschauen und Sie, wie der Herr Glöckner auch schon sagte, besorgen Sie sich einen guten Baubiologen oder besorgen Sie sich diese Messgeräte. Im Zweifelsfall geht auch ein guter Routengänger. Ja, gutes Wasser, vernünftige Ernährung, einfach wieder zurück auf natürliche Produkte gehen. Dann kann man einfach durch Kleinigkeiten das schon ausschalten. Und dann kann man die Situation sicherlich nochmal neu beurteilen. Ja, und jetzt vielleicht einfach ein halbes Jahr später vielleicht dann nochmal probieren und dann ist sicherlich auch der Kinderwunsch in einem ganz anderen Rahmen und in einem anderen Kontext möglich. Uns ging es heute, liebe Zuschauer, nur darum zu zeigen, welche Kleinigkeiten können dazu führen, nicht nur zu Krankheiten, sondern eben auch zu dieser Unfruchtbarkeit. Das betrifft uns, die Statistiken zeigen das. Und vielleicht konnten wir Ihnen dadurch ein bisschen die Ängste auch nehmen und auch ein Stück weit zeigen, was hier möglich ist. Ich bedanke mich natürlich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen natürlich bei Ihrem Versuch auch sehr viel Erfolg und wünsche Ihnen natürlich eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.